Hallo Leute, am 20.06.2020. Heute waren Sonja und Claudia da. Es war ziemlich eng im Büro und auch sehr stickig, weil wir alle rauchen und aber wir haben dann eine Anordnung gefunden. Jeder in einer Ecke und ein kleiner Rolltisch in der Mitte. Mit dem Aschenbecher und den Kaffeetassen. Und das war dann gut. Und wir haben uns gut verstanden und unterhalten. Es war etwas anstrengend, aber das ist es immer, wenn mehrere Leute aufeinandertreffen. Und das Wetter war ziemlich beschissen, weil es die ganze Zeit geregnet hat und noch immer regnet. Und deswegen haben wir nicht rausgehen können. Und nicht zur Donau fahren können. Und sind die ganze Zeit drin gehockt und haben getratscht und die Planung gemacht für die nächsten Monate und alles Mögliche besprochen. Alles war sehr amüsant und lustig und sehr, also wir waren alle gut drauf und nur Sonja hatte etwas Probleme, weil sie seit 3 Tagen ein verschlagenes Ohr hat und teilweise schlecht versteht, weil sie halt schlecht hört und sie hatte dann auch Kopfweh, weil es doch sehr anstrengend ist, wenn so viele Leute oder wenn 3 Leute miteinander reden und dass man sich nicht immer gegenseitig ins Wort fällt und ja. Die Konzentration war schon ziemlich gefordert und aber es war ein sehr netter Tag und positiv und wir wollen das auch wiederholen und es hat sehr viel gebracht fürs Kennenlernen und so. Und auf jeden Fall war es ganz gut und mich hat's gefreut, auch wenn wir nicht unsere Unternehmungen machen konnten, war es echt nett und ein schöner Tag und mir geht's im Allgemeinen ganz okay, jeden Tag etwas besser und das mag daran liegen, dass ich jetzt körperlich mehr Probleme habe, weil ich eine Blasenentzündung habe, eine hochgradige, schon fast Nierenbeckenentzündung und ziemliche Schmerzen und Übelkeit von den Medikamenten. Ich darf jetzt immer 2 Stunden vor dem Medikament und 2 Stunden nach dem Medikament keine Milchprodukte zu mir nehmen, nicht in die Sonne gehen und ja, muss halt regelmäßig Medikamente nehmen. Und wenn ich Fieber kriegen sollte, müsste ich ins Spital, weil halt die Werte wirklich schlecht sind. Aber damit habe ich schon gerechnet. Dass mir komischerweise meine Hausärztin 2 Tage vorher einmal Antibiotika aufgeschrieben hat und gemeint hat, es ist eh nicht so schlimm. Und dann 2 Tage später sollte ich ins Spital, deswegen finde ich etwas komisch. Aber da wird sie erst die Ergebnisse bekommen haben. Und im Spital haben sie mich hier nicht genommen und jetzt soll ich die Medikamente zu Hause nehmen. Sie führen halt nur zur Übelkeit und zu Bauchschmerzen. Aber das kann man nicht ändern. Und bis Dienstag muss ich sie nehmen. Einerseits ist es eh gut, dass wir nicht rausgegangen sind, weil das doch sehr anstrengend wäre,
und ich doch ganz schöne Schmerzen habe. Mir tut auch die rechte, nein, die linke Niere weh, weil es fast eine Nierenbeckenentzündung ist und auch meine Blase krampft oft. Und das ist sehr mühsam und schmerzhaft. Aber es wäre trotzdem besser gewesen, wenn es schön gewesen wäre. Und dann hätten wir uns zumindest raussetzen können. Aber ja. Mir geht's im Allgemeinen jetzt besser, wie gesagt. Durch die körperliche Erkrankung, das löst bei mir immer das Psychische etwas ab. Und ich freue mich auf nächste Woche. Da habe ich einen Termin am Freitag bei Kerstin und dann probieren wir das autogene Training. Und auf das bin ich schon gespannt, oder diese Selbstsuggestion, ob mir das was bringt und ob ich damit mein Biofeedback so steuern kann, dass ich mich beruhige oder dass ich nicht so viel Stress habe, dass ich meinen Stresspegel senke und ob mir das bringt generell. Aber ich glaube schon, weil ich eigentlich mit Selbstsuggestion schon sehr gute Erfahrung habe. Und das im Gegensatz zur Meditation, glaube ich, mehr bringt. Aber ich werde sehen, ob man jetzt mit Bildern arbeitet oder mit Selbstsuggestion, also Sätzen, die man sich immer wieder sagt und darauf im Biofeedback eingreift, entscheiden wir dann spontan, aber beides ist möglich. Und wir haben das damals bei meiner Portakartentzündung auch so gemacht, dass wir diese Keime, die ich am Port hatte, visualisiert haben und alle auf eine Stelle geschickt haben, damit diese Entzündung aus dem Körper entfernt werden kann. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat, aber es hat mir im Endeffekt, die Operation an sich hat mir das Leben gerettet, weil ich damals über 41 Grad Fieber hatte, immer wieder. Und davor haben wir halt diese Selbstsuggestion gemacht, dass wir diese Keime an diesen Ort schicken, der operiert wird und damit alle auf einmal entfernt werden können. Und ich glaube irgendwie schon, dass mir das was gebracht hat, aber ich kann es nicht zu 100% sagen. Und ich habe ja auch mit Frau Simon in Buchenbergheim schon Erfahrung mit bildlicher Wahrnehmung, also wenn man sich ein Bild vorstellt, ein Haus zum Beispiel, das die Fenster schließt, wenn es nichts mehr aufnehmen will oder sich abschottet vor Gefühlen und vor Eindrücken. Und das hat mir schon immer was gebracht. Und auch bei der Traumatherapie haben wir mit Bildern gearbeitet, die man sich im Kopf vorstellt. Und so einen sicheren Raum geschaffen. Und das nutze ich ja heute noch. Eigentlich ziemlich regelmäßig. Diese Bilder, die ich da geschaffen habe. Und ich glaube, dass ich auch kreativ genug bin für sowas. Aber mal gucken, was mir was bringt. Und wir können ja beides ausprobieren. Und mit was ich mich dann wohler fühle, das werde ich anwenden. Und ja, ich war gerade vorhin duschen vorm Schlafengehen und hab noch etwas Wasser in den Ohren, das knackst. Aber ja,
Meine Haare sind noch etwas nass, aber eigentlich schon fast trocken. Gut abgerubbelt. Sie sind jetzt viel hellbrauner im Licht. Und nicht mehr so schwarz. Wenn sie fettig werden, werden sie schwarz. Aber sie sind jetzt bei nach dreimal waschen oder viermal waschen schon viel hellbrauner als so schwarz wie am Anfang. Und das gefällt mir ganz gut. Ich weiß, dass die Zielfarbe immer erst nach ein paar Mal waschen erreicht wird, aber momentan gefällt es mir ganz gut und sie sind auch gut gewaschen, jetzt mit meiner Mutter. Von der Volkshilfe kann ich das immer nicht so. Bin ich immer nicht so zufrieden. Aber Andrea hat sie letztens auch gut gewaschen. Haben jetzt eigentlich 4 Tage ausgehalten und gewaschen. Nur einmal habe ich Trockenshampoo benutzt. Und morgen sind wir eingeladen zum Essen zum Mittag. Deswegen musste ich heute am Abend duschen gehen. Und ja, im Großen und Ganzen gibt es sonst nicht viel Neues. Außer, dass der Tag heute ziemlich erfolgreich war. Dass es mir durch die körperliche Erkrankung psychisch noch besser geht. Und dass ich langsam lerne, einen neuen Gang retour zu schalten, was mein Stresslevel angeht. Und ich habe jetzt noch nicht mit Sonja besprochen, dass ich diese Auflistung machen möchte, aber das werde ich am Dienstag. Und ja, das wird man dann sehen, ob mir das was bringt. Aber der Ratschlag war schon mal gut. Und ja. Sonst gibt's wie gesagt nicht viel Neues. Und damit möchte ich mich auch wieder verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder Tag. Wann immer ihr das Video seht, bleibt mir gesund. Ciao. Eure Ines.